Liebe Ja, okay, das ist ja Leute. noch nicht zu Ende, Monsieur, deswegen 3,5. Warst du in Staffel 1 dabei? Ja. Oh. Das war da, wo wir Nerk so super toll hören konnten. Ich weiß, wegen den Schildern. Naja, nicht nur das, er war Host da. Ist er? So gesehen ist es eigentlich immer noch, aber. Ruhe bitte. Liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Together. Mit dabei ist Danny, Hi. Hi, ich bin Danny. Mystico Hallo. und Donaldinho. Aber er hat sein Headset aus, aber. Ich habe mich verirrt im Meta. Ich spreche eine Spitzhacke. Okay. Also er hat sein Headset aus, weil man halt im Hintergrund Warte. was hört. Und ja, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Ich habe noch mehr Truhen und so und ich habe mehr abgebaut. Eventuell noch. Bild steht immer noch. Ich habe Der hier sogar Fahrstuhl. einen Nether-Portal gemacht. Und hier kommen immer wieder diese Schweinezombies durch. Das ist Seko, Hilfe. Gleich da. Spawnen jedenfalls hier Burn, immer. Baby, burn, Und Baby. ja, ab und zu leckt Danny ein bisschen, also wenn er redet, aber naja. Cool, 4 Herzen. Passiert halt. Ab und zu mal. Und Warum brennt man so ja. lange? Ich habe noch eine Endertruhe, aber weiß noch nicht ganz, wohin damit. Wo im Außerdem, Nether meine bist du denn Frostläufer habe ich jetzt ungefähr? ausgezogen. Ja, ich ziehe sie nochmal aus. Und. Warte, ich stelle mich mal auf diese große Ah. freie Fläche. Habe ich Folgendes vor? Ach, diese Habe ich Zombies Regge wären nicht hingemacht? hingemacht. Minus 69 und Z 95. Höhe. Oh mein Gott. 103. Stimmt, es gibt ja mehrere Plattformen. Ach, hey, er ist oben. Kennst du den Film Oben? Ich auch. Ja, lieben Weihnachten. Also ich kenne den Film Oben. Ich bin der Schnepfe bis unter ihr Haus gefolgt. Das sah aus wie eine ziemlich große Ratte. Hatte die ungefähr auch bunte Federn? Ja, wieso? Hier ist einer. Kevin angelockt, der isst Schokolade. So. Hab zwar ein Element auf Ihr der sehen unteren könnt, sind Ebene da schon geguckt. Bäume und zwar habe ich das folgendermaßen Aber. gemacht. Man kann hier eigentlich Block abbauen, wenn man genügend schnell ist, friert auch nicht wieder ein. Und ja, hier das. Hallo Zombie Pigman, ich muss mal Hallo. meine Zeit mit dir Tut verbringen. mir leid, ich habe Frostläufer drauf in dem. Friert hier alles Der ein. braucht kein Boot mehr. Nee. Der hat einfach Frostläufer. Aber da Müssen verbraucht er sich Essen. davon die Schuhe ab? Hm? Nutzen sich davon die Schuhe ab? Nee, tut es nicht. Ups. Wieder gefroren. Mache ich Folgendes. Ich mache hier so Setzlinge hin. Ja gut, weil das jetzt Nacht ist, bleibt es auch. Mein Ziel ist es einfach, um meine Inseln herum ein paar Bäume zu pflanzen und deswegen mache ich das hier auch. Heute ist mir sogar Oh Folgendes mein passiert. Ich habe Gott. den Block gesetzt, aber in dem Moment ist es wieder eingefroren und der ist dann verschwunden. Dann habe ich irgendwo einen Erdblock abgebaut und dann hatte ich nicht einen, sondern zwei in der Hand dann wieder. Naja, wenigstens habe Ich ich kann den durch den zurückgebracht. Pigment durchsehen. Wegen dieser So. Zauber, dieses Ach Zaubergel. ja, und ich habe noch mehr Dias gefunden, mit meiner Glücksspitzhacke abgebaut. Danny, wo ist dein Z nochmal? Da habe ich gehört. Z. Ich bin neben dir. Ah. Passiert eigentlich. Kann ich Ich das habe Eis noch anzünden? Dinge vor. Das Eis kann man gar nicht an. Tschüss, Was passiert, wenn ich du Pigman. das hier mache und. Oh, nichts Spezielles. Ich kann alles so Eis machen. Vor allem, wenn es Nacht ist. Kannst du das Eis denn auch fahren? Was soll ich Hab mit dem Eis Aua. können?
Kannst du es denn auch abbauen? Ich kann es abbauen. Denn perfekte Behutsamkeit? Wenn ich... Ja, das könnte man. Aber ich habe keine Behutsamkeit. Nee, ich mache das folgendermaßen. Ich setze, baue einen ab, setze einen Airblock hin und mache einen Baum hin. Also einen Setzling. Und dann gibt es um... Weil das für mich schön aussieht, wenn da überall noch Bäume gewachsen sind. So meine Insel herum. Ach, Neax, du bist der perfekte Eismann. Wieso? Welche Sorten gibt es bei dir, Neax? Was? Erdbeer, Banane, Zitrone, Aprikose. Hast du jetzt die Seko? Welche Eis? Ja. Ist dann halt die Gusch. Donaldinho fällt immer runter. Oder sein Kumpel. Vermute hier lang. Perfekt. Wenn ich jetzt verrecke. Das ist so scheiße. Also bei mir gibt's Eicheneis. Dann doch lieber Armreps, ja. Oh, Zombie. Komm. Komm und spiel mit mir. Eis von fröhlichen Bungee-jumpenden Schneemännern. So, eines, was ich nicht tun darf, ist da reinzugehen mit meinen Frostläufern, weil... Hab einen Appel. Ja, hab zwei Appel bekommen. Mein Spawner. Willst du haben? Gut, das Spawner weniger. Er hat die hingelegt, aber... Ja. Aber Kopf hoch, Mann, Alter. Ich bin jetzt der Schäfer. Ah, das ist wieder angefallen, ja. Da muss Schärmer. Man ein bisschen schnell sein. So, dann ziehe ich die Frostläufer wieder aus. Ich denke, das sind genügend Bäume so. Zirko, hast du wieder so ein super schnelles Pferd? Na, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Ich kam ja nicht so zum Ausreiten hier. So. Digga, wie schnell wächst die Wolle bitte nach? Er war ein Schaf fertig, kommt beim nächsten Schaf die neue Wolle. Er muss nur essen. Er muss nur essen. Ja, und das sind ja anscheinend genug. Cool, ich habe 16 weiße Wolle, 4 schwarze Wolle und 3 orange Wolle. Haben wir eine Wollkiste? Das dürfte. Ja, momentan ist das, glaube ich, noch in den Öfen irgendwo dabei. Wird dann aber in die Kiste zu Federn und Torten und Fleisch alles dazu gezählt. Ich mach dann noch mal ein rotes und ein gelbes Schaf. Ich habe einen Eisenbauern von dem Zombie bekommen. Ja? Die Karotte wäre mir lieber gewesen. Ja, mir eigentlich auch. Ich kann die Oder erst hat jemand von euch da Eisen? Färben, wenn die Wolle haben. Wie unlogisch ist das denn? Da unten, ist wem gehört die Insel mit diesem orangenen Tower? Anja. Okay. Finde ich eigentlich komplett schön. Vor allem das mit dem Zuckerrohr. Und wem gehört die Insel? Hättest du mal auf Wallis Welt erleben müssen. Der hat seine Insel gehabt und hat 3 Schichten um die Insel herum nur Zuckerrohr gehabt. Die andere ist, Feuerkennsinsel. Ich hab Wobei ihm gesagt, er hat wieder eine andere Insel gemacht. Ich habe ihm gesagt, kannst du ein bisschen Zuckerrohr anbauen? Dorfbewohner, die mit Papier handeln. Und das kam halt eben dabei heraus. Du hast bei einem Mal Farm 600 Zuckerrohr bekommen. War ein bisschen übertrieben. Aber auf war gut. Dieser Map hier? Nein. Ach so. Wir haben ja noch keine Dorfbewohner hier. Wir haben kein Dorf hier. Also Dorfbewohner finden wir, glaube ich, nicht. Ich habe schon Dorfbewohner Zombie gefunden, war also aber ein grüner. Den Fichtenholz müsst ihr schauen, dass also Bäumen müsst ihr schauen, dass ihr auch wieder Setzlinge bekommt, weil von denen haben wir nicht allzu viel. Ich habe zwar jetzt nicht ich habe einen angesetzt. Ich meine nur, wir haben nicht so viel. Also auch einfach schauen, dass das Problem hier ist, ab und zu die fallen halt auch ins Wasser runter und blöd. Ja gut, ich habe bei mir jetzt die Schwarzeichenbäume gezüchtet, das also
Ursprünglich nee, hatten wir 4 Setzlinge, halt... inzwischen sind wir schon bei 12. Also. Können die Schwarzeichenbäume eigentlich auch mit 1 Setzling wachsen? Nein, die brauchen 4. Ach, schade. Jetzt bin ich allen Ernstes auf mein Haus geklettert und hab dabei gar keinen Stein zum Bauen dabei. Ach, Mysteko, ey. Es gab so einfach da hochzukommen, deswegen nervt das. Was ist noch dabei? Ich hab 4 Wolle hier in dieser einen Drop-Kiste sortiert. Mob. Hey, die Treppe nach oben, die ist abgebaut. Also zugebaut. Und es ist zugebaut. Was brauchen wir für Redstone-Lamp? Da braucht man ein Glowstone-Lampe und Redstone. Treppe nach oben ist nicht zugebaut. Nein? Nein. Hier. Oh. Wenn du das auch genau aufmachst, wir müssen dann, und dann kann man halt eben nach unten, ja, durchgucken nach unten, und das wollte ich halt so nicht. Okay, dann alles klar. Merkst du, musst ein Glowstone, ja, ich habe schon nachgeschaut. Ich ach so, wusste noch nicht mehr ganz, wie es aufgeteilt, also wie viel Redstone man dafür braucht. Also du hast es gut versteckt. Wer hat was gut versteckt? Aufgang. Er hat den eigentlichen Aufgang gut versteckt. Ach so, naja, Mystico, ja. Der eigentliche Aufgang ist da, wo man halt eben ins erste Geschoss hochkommt. Da kommt man direkt ins zweite hoch. So, also, meine lieben Leute, was ist jetzt mein Ziel? Ich fahre zu einer gewissen Insel hin, die genauso wie die jetzt aussieht fast, um dort ein bisschen eine Insel zu bauen. Danny, du wolltest ja wissen, wo du hin kannst. Oder nee, lebst du jetzt bei Mystico? Oh Gott, was ist das hier für ein geiles... Oh Gott, wird das ein geiles Dach. Soll ich dir irgendwie helfen? Stein sammeln und in den Ofen schmieren. Ich baue jedenfalls gerne Inseln, und wegen dem mache ich das. Ha. Muss stimmt, ich mir erstmal Spitzhacken machen, kann ich ja gleich ändern? Machen, aber irgendwas wollte ich gerade. Achso, Schafe färben kann ich ja gleich. Dann mache ich mir eine Spitzhacke. Warte, dann muss ich die Helika nicht du mich gerade wegscheuchen, obwohl du hier irgendwo eine ganze Kiste mit Steinen hast. Ah, nee, nur 8 Steinziege. Ist eine ganze Kiste. Niax hat ziemlich viel Stein bei sich drüben, das weiß ich. Niax, soll ich Stein holen? Oder darf ich Stein holen? Also ich bin hier Postlieferant. Ich bin DHL. Also ich klingel. Ich klingel richtige und Steine oder Pflastersteine? Oder beides ist okay. Und wenn du gebrannt hast, dann ist es noch besser. Ja. Ansonsten brennen wir sie selber. Also wie gesagt, ich komme jetzt zu dir. Aber momentan ist, glaub ich, noch der Weg von oben effektiv. Oh Gott. Was ist jetzt der Gang zu Neax? Wenn du sozusagen auf die Treppe guckst, der rechte Gang davon. Ach so, also wenn man jetzt runterkommt, links. Ich richtig? Guck auf die Karte. Das ist, also, die Richtung ist richtig, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Gang ist. Ich glaube nicht. Wenn du die Treppe runterkommst, dann musst du nicht 90 Grad links, sondern 180 Grad links. So. Genau, dann wieder die automatische Speicherung. Wie schön. 180 also Grad links. Das heißt, es ist Treppe, eine Komplettwelle. Ja, passt. Wenn du die Treppe runterkommst, dann drehst du dich um und guckst zur Treppe. Der richtige Gang? Genau. Ja. Richtung Norden musst du erstmal wieder. Richtung Norden, und dann geht's, da geht der Gang zu Neax rüber. Also ganz langs okay, ich glaube, ich hab ihn. Also verbraucht doch gar keine Hungerbalken. Nein. Oh Gott. Hätten wir bloß ein bisschen Eisen. Achso, bald sollen die ein paar Bugs gefixt. Oh Gott, das ist ein scheiß Wort. Bugs gefixt werden? Mhm. Ich Bugs Bunny. So wie der Duplicate Bug. Leute,
der Duplicate-Bug, ihr kennt ihn bestimmt, der wird auch leider von uns gehen. Also für uns eigentlich ist es eigentlich egal, weil wir nutzen sowas eh nicht im Let's Play. Und ja. Für also mich stört ist euch sehr darauf gut. Ein. Dann kann hier niemand cheaten, aber ich sag's mal so, auf Level. Ich hoffe, es wird sowieso niemand das tun. Ich fand's einfach nur so cool. Ich hab Kuh mit Waffe ist auf die Welt beigetreten. Neax und ich waren im Nether und kommen raus. Und das erste, was wir hören, ist gleich mal, werden wir noch im Portal stehen und rausgehen? Klick, 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 klick. Und dann gucken wir uns um. Hä? Oh, Kuh mit Waffe ist in meinem Haus. Hat der nicht allen ernsthaft in meinem ersten Obergeschoss eine Dupliziermaschine aufgebaut? Ernsthaft? Also erstens, duplizieren, okay. Ist schon fraglich, ob er das machen muss. Und zweitens, warum bitte in einem fremden Haus im Obergeschoss aufbauen? Und der muss erstmal den Hoster fragen, weil wenn man es nicht vom Hoster darf, dann generell nicht, weil wir wollen, also privat habe ich es mal gemacht, aber so im LP ist sowas scheiße. Ich meine ja nur, wie man sich die Frechheit rausnehmen kann, einfach eine Duplizier-Maschine in irgendeinem fremden Haus aufzubauen, wo er noch nicht mal wusste, dass es meins ist. Ich rate mal, was ich gefunden habe. Eine Dupliziermaschine? Nee. Wirklich? Nee, ich nehme mal an, du hast Dias gefunden. Nee, so hoch oben. Nicht. Du weißt nicht, auf welche Höhe du bist. Oder steht neben den Dings immer die Höhe? Merks, auf Höhe 3333. Ich bin auf Höhe 63. Also, Wally und ich waren neulich auf Höhe minus 100.000. Wir sind eine Weile gefallen. Wart im End. Ja, wir sind eine Weile gefallen. Du brauchst keine Goldäpfel, du kannst auch einfach unsichtbar stellen. Ich weiß. Wer mein Diamanten klaut, ist tot. Ist klaut richtig geschrieben? Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Ja, guck mal in die Kiste rein, sind nicht mal welche drin. Merkst, du hast ja tolle Diamanten. Och Mann, ich will kein anderes Seed. Brauchst du auch Diorit? Ich? Diorit? Nee, eigentlich nicht mehr. Fürs Dach jetzt nicht unbedingt. Und ich nehme einfach mal Diorit mit. Jemand schlägt hier in 2 Sekunden Abständen immer auf die Truhe. Also ich habe einen Kaktus gefunden. Also jemand heißt Donaldino. Ein Kaktus, das ist gut. Ach du Scheiße. Was ist so? Ich habe die erste Kiste gesehen mit dem Schild, aber die habe ich noch gar nicht gesehen. Merz? Ja? Kriege ich 13 Eisenbarren? Kannst du nehmen. Man wollte gerade sagen, hab ich dabei. Ich will mir eine Rüstung machen. Ja, kannst du nehmen. Kein Problem. Okay, danke. Bitte. Ich weiß, dass man für eine Rüstung 24 braucht. Vielleicht hat er schon Schuhe. Oder er hat den einen Eisenbarren. Dun, dun, dun. Oh, warum habe ich da drüben meine Spitzhacke weggeworfen? Bin ich bescheuert? Ich guck gerade halt von der einen Seite des Daches auf die andere Seite rüber und sehe da oben drauf eine Diamantspitzhacke rumliegen. Okay. Ich habe schon gefreut. Die auch dupliziert. Ach cool, eine neue Diaspitzhacke. Warte mal, das ist meine. Geil, Abbaulähmung. Merkt sich, ach Mann. Bist du stehen geblieben? Nein, ich bin komplett durchgerannt, aber ich glaube, das war in diesem Gebiet, der ja, so toll gebaut ist, damit man nicht racen kann. Ich bekomme es normalerweise, wenn ich kurz mal stehen bleibe. Nee, ich bin die ganze Zeit gerannt. Hier ist überall Eis. Das sieht aus, wie als ob jemand Frostläufer hätte, aber das einfach nicht schmilzt. Weil hier keine Fackel aufgestellt ist. Weil es nachts ist. Eine Fackel ist aufgestellt. Ja, das auch, aber ich bin ja unterirdisch und hier ist keine Fackel. Doch, doch. Schau mal an die Decke. Ja, das eine, aber die ist nicht so hell, wie wenn ich jetzt kurz. Das war Absicht. Das ist sogar Absicht. So, bitte lass den Kaktus hier. Ich hoffe, der wächst. Jetzt wird alles schmelzen, Neax. Das erste schon geschmolzen.
Aber es will nur einen Teil schmelzen, den anderen Teil nicht. Was macht das Gesetz? Das ist das Netherportal durch. Gut, ich habe noch Abbaulähmung 2, 3 für 3 Minuten. Wenn du es bekommst, sind es 5 Minuten. Hat Mystico gelacht oder hat er einfach gerade nur Das ist eine Zirkusmelodie, weil ich hier gerade versuche, den Creeper so hinzustellen, dass das Skelett ihn erschießt. Ah, so. Das hat sich irgendwie so gerade komplett komisch angehört. Als ob das Spiel backt oder so. Hey, warte, beste Zirkusmelodie. Hey, du weißt schon noch, wir sind da in der Aufnahme. Ich brauche das nicht. Ich will da nicht alles aufschneiden müssen. Mann, dann trifft das Skelett den Creeper schon, dann ist es nicht tödlich, der Treffer. Warte, ich hab nie, ich glaube, weiß, wie man Erfolg kriegt. Man muss ja zwei Mauern bauen mit so einem Kuckloch. Aber so, dass der halt davon nicht wegkommt. Ich wollte nicht den Erfolg kriegen, ich wollte die Schallplatte haben. Achso. Ich hab sie jetzt auch den Erfolg. Das Fleisch. Schallplatte Blocks. Warte, wenn ich den Erfolg jetzt auch kriege. Bekommst keinen Erfolg. Oh. Warum? Weil sonst keine Hoster-Privilegien anwären. Ach man. Und weil ich sonst nicht ausstellen könnte, dass es schön regnet. Ich meine, es regnet. Aber Regen ist toll. Was hast Regen du denn? Regen ist Seite. Zu Regen und Donner, ich sehe es eh nicht. Regen ist scheiße. Cool, Mystico, cool, Nerx, ich habe den Regen gerade so gut gesehen. Ich habe von unten nach oben geguckt. Hab's gesehen. Ist hier eine Kuh. Mystico, siehst du mich? Wie konnte ich ins Boot? Ich sehe dich, also dein Nametag. Es ist im. Hey. Aber mit Ding geht das nicht mit Pferden. Ich bin einfach durch die Kuh hindurch gefahren und die war dann im Boot drin. Stimmt, warum stellen wir einfach keine Pferde unten auf? Weil der Gang noch nicht hoch genug ist. Ja, stimmt auch wieder. Oder noch breit. Im Ausarbeiten des Ganges. Das wird das Ziel sein, dass man da durchreiten kann. Jetzt haben wir ein gelbes, ein rotes. Oh Gott, Abbaulähmung, Alter. Ein gelbes. Schafe sind mir gerade dermaßen egal. Ich brauche die Steine. Ja, ich bin gleich da. Diese Abbaulähmung nervt dich gar nicht. Ich kann die Wolle gar nicht aufsammeln. Warte, ich gebe dir erstmal das rohe Stein, das kannst du dann instant verarbeiten. Und das andere gehe ich erstmal schmelzen. Okay, da. Ich sagen, so 4 Stacks, wenn du die schmelzt, dann reicht das locker. Kohle findest du oben in der Kiste für wertvolle Sachen. Okay, bin wieder da. Ich finde gerade die Ofen nicht mehr. Draußen. Okay, hier waren aber auch mal Öfen. Nein, ich wollte nur ich gerade aufgebaut. Wissen, was noch auf. Hier waren keine Öfen. Aber wenn es noch Rauch anfängt zu riechen, dann weiß ich leider nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich falle langsamer. Genau. Das ist Mystico, und wie bringt man die Kuh raus? Wenn du das Boot abbaust. Ach so, okay. Oder ich baue wohl eher die Kuh ab. Als das Boot. Musst du von unten draufschlagen, dann geht's sicher. Ja, ist gut, aber. Ich schau mal. Ja, ist gut. Wir haben noch kein Gehege für die Kühe. Schwarzer Trockenbeton? Ja, das ist mein Boden. Naja, halt mit Wasser, also normaler Beton. Ich mach mal diesen Trockenbeton für Beton. Warum? Keine Ahnung.
Ich habe hier eine beilaufende Kuh gefunden. ich glaube, ich mache hier ein Gehege. Ja, wobei hier ist halt, das ist halt so ungewohnt, wenn das Schwert so richtig langsam schwingt. Egal, wir töten die Kuh. Hm? Ich hab Fleisch getroppt. So. Ach ja. Ich kenne dich einmal. Auch wenn ich nicht weiß, was in der Folge eigentlich jetzt passiert ist, außer dass ich hier mit den Frostläufern ein bisschen herumgerammt bin und mal, ja, eine Insel noch gebaut habe. Okay. Dann weiß ich ja, was eigentlich passiert. Baue mir jetzt einen Eimer. Ich würde sagen, meine lieben Leute, das war's für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Together. Also, bye. Tschüss. Ciao. Das hört man gar nicht mehr.